Im Chaos der Gaming-Industrie, das momentan herrscht, werden viele Leute entlassen, Studios werden geschlossen, doch keine Sorge, es gibt immer Leute, die sich ordentlich daran bereichern können. Und das sind natürlich ausschließlich die Führungskräfte der jeweiligen Firmen, die das mit gemütlicher Freude tun, obwohl sie nach außen immer das arme Opfer spielen, das nichts gegen all diese bösen Dinge tun kann. Und ich will ja nicht sagen, ich hab's euch ja gleich gesagt, aber ich will trotzdem in diesem Video sagen, ich hab's euch doch gleich gesagt. Tja, und wenn ihr an die moralischste Firma denkt, die Firma, die wirklich kein Wässerchen trüben kann, die immer das Beste für seine Leute will und sich niemals bereichern will, dann fällt uns natürlich nur eine einzige Firma ein. Es kann es ja nur sein. Das wunderbare Electronic Arts. Stets bemüht, achtsam mit Einbindung von Werbung in Spielen vorzugehen, achtsam damit zu sein, seine Untergebenen zu behandeln, seine Firmen zu akzeptieren, aufzubauen und zu kreativen Höchstleistungen zu bringen und auf keinen Fall jegliche Firma, die sie einnimmt, auch absolut nur verschlingt und dann wieder unverdaut herauspresst. Nein, nein, EA ist tatsächlich ein Gral des moralischen, hochwertigen Kompasses, denn nur EA wird es schaffen, uns in die nächsten hohen Höhen des Live-Service-Games zu bringen, sodass wir alle aus dem dunklen Fortnite-Leben aufsteigen können in die Herrlichkeit von Andrew Wilson und seiner Firma. Und das muss natürlich auch dementsprechend kompensiert werden. Und deswegen haben sich natürlich die Führungskräfte von EA einen ordentlichen, saftigen Millionenbonus ausschütten lassen, während halt natürlich fast 700 Mitarbeiter und ja, die ganzen Firmen, die schon geschlossen worden sind, die beachten wir gar nicht erst, gehen müssen. Aber sehen wir es erstmal positiv. Es sind nur 5% circa der gesamten Belegschaft von Electronic Arzt, ich meine, ja, da müssen sie sich halt einen neuen Job suchen. Ne? Das ist halt einfach so. Und ja, das tut den Führungskräften auch wirklich leid. Es hat halt irgendwas mit Corona zu tun und dann war irgendwie, keine Ahnung, das Huhn, das haben wir geköpft und dann ist das in dem Glücksrad irgendwie nach links gefallen statt nach rechts und dann haben wir halt entschieden, dass wir mehr irgendwie investieren müssen und dann ist das Huhn dann doch nach rechts gesprungen und hat da sein Blut gelassen und auf einmal war es dann so, dass ja, wir halt die Leute entlassen müssten. Das ist halt einfach so. Das sind halt, unmöglich zu berechnende Kalkulationen. Heißt aber ja nicht, dass wir als Führungskraft ja jetzt irgendwo auf was verzichten sollten. Das wäre ja auch irgendwie schwachsinnig, weil was sollen denn die ganzen kleinen Entwickler ohne uns, ohne die großen Führungskräfte? Also das geht ja halt einfach nicht. Und deshalb gehen verständlicherweise so um die 60 Millionen US-Dollar an ausgewählte Top-Führungskräfte von unserer tollen Firma Electronic Arts. Denn wenn wir natürlich so gut arbeiten, dass wir fast 700 Angestellte entlassen müssen, dann ist es ja wohl klar, dass wir uns im Laufe des Jahres ständig Boni auszahlen müssen, denn unsere Arbeit ist offensichtlich überragend und absolut auch verhältnismäßig, wenn es um unsere Gehälter geht. So zum Beispiel haben wir ja eine ordentliche Vergütung von zum Beispiel dem lieben Andrew Wilson, der so 25,6 Millionen US-Dollar im Jahr eingenommen hat. Das sind gerade genug, dass man sich das Brot und die Inseln der Karibik für seine Kinder leisten kann. Here you see the loving family of Andrew Wilson. Next week is his son's birthday and all he's ever wanted is an island in French Polynesia. Deswegen können wir natürlich nicht darauf verzichten, damit wir vielleicht unsere Mitarbeiter ein bisschen unterstützen. Das ist natürlich völliger Schwachsinn. Abgeschlagen auf Platz 2 folgt Laura Mealy oder wie auch immer, Präsidentin von EA Entertainment Technology und Central Development mit 12 Millionen US-Dollar. Schon sehr wenig, da wird es schon knapp mit den Inseln und dann geht es halt weiter Richtung 6 Millionen. Und da die Spitze von EA eben so überlegen ist, wenden sie sich natürlich mit tollen Worten an seine dummen Schäfchen, ich meine die treuen Konsumenten und sagen, ja, diese Entlassungen sind ein notwendiger Schritt. Mit diesem reagieren wir auf eine wandelnde Branche. Gleichzeitig würden sich die Wünsche von Spielerinnen und Spielern ändern, was in strategischen Überlegungen ebenfalls eine Rolle spielen muss. Zu guter Letzt rationalisieren wir unsere Unternehmensabläufe, um den Fans überall tiefere, bessere, vernetzte Erlebnisse zu bieten, die eine Gemeinschaft aufbauen, die Kultur prägen und die Fangemeinde vergrößern. Und deswegen müssen wir 670 Leute entlassen, aber 60 Millionen an Boni für uns ausschütten. Das ist nun mal einfach eine Tatsache. Dieses Statement ist halt so überheblich, abgehoben und wirklich über alles hinweg, was wirklich bei EA los ist. Aber deswegen wird man wahrscheinlich Führungskraft, weil man jeglichen Bezug zur Realität verloren hat. Und man erkennt ganz klar, diese Führungskräfte können eigentlich machen, was sie wollen. Die können schlechte Jahre nach dem schlechten Jahr abliefern. Die werden niemals Probleme bekommen. Und damit kommen wir zum nächsten Thema.
Nachdem ihr jetzt einige Zeit in der Herrlichkeit von EA und ihrer erleuchtenden Allmächtigkeit uns baden konnten und einfach in Sphären abgestiegen sind, die nur jemand verstehen kann, der 25 Millionen pro Jahr verdient, können wir uns jetzt mal überlegen, was ist denn dabei eigentlich problematisch? Ich meine, wir können ja schon über die Summen reden, aber okay, lass uns einfach sein, Führungskraft zu sein, ist halt ein harter Job, auch wenn viele Leute sich in der modernen Gesellschaft sehr danach sehen, alles CEO zu werden und am besten so eine riesige Firma zu kontrollieren, glaube ich, dass es schon ein abartiger, ekelhaft und moralisch abgründiger Job ist, bei dem man über Leichen gehen muss, um überhaupt an die Spitzen zu kommen. Ich glaube, da sind wir uns auch fast alle einig, außer, keine Ahnung, ihr seid selber CEO. Also lassen wir das einfach mal so stehen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist aber, wenn ich mir einen Bonus ausschütte von 60 Millionen oder halt den gesamten Führungskräften einen Bonus von 60 Millionen ausschütte und dabei auf das Jahr zurückschaue und mir überlege, was heißt denn Bonus eigentlich? Ein Bonus sollte ja eigentlich dafür da sein, mein gutes Engagement, mein gutes Kalkulieren, meine gute Handhabung der Firma zu belohnen. In meinem Verständnis bekomme ich sowas also, wenn ich etwas sehr Gutes getan habe, meine Arbeit sauber geleistet habe und damit die Firma irgendwie vorangebracht habe, mehr Geld verdient habe, neue Dinge entwickelt habe, eine super kreative Idee hatte, wenn es im kreativen Bereich ist, oder eben irgendwelche Wirtschaftsfirmen durch neue Clues und Finanzberatung richtig schön on top gebracht habe. Dabei muss man jetzt nicht wie ich sein, der nach dem Volker-Pispers-Motto lebt, Finanzberater sind alles Schmeißfliegen, aber eben man kann es ja nachvollziehen. Ne? Man hat was Gutes getan und kriegt dafür auch was Gutes, von daher klasse. Wenn aber meine Firma 700 Mitarbeiter entlassen muss, dann habe ich ja irgendwo irgendwas falsch gemacht. Das kann ja nicht anders sein, weil warum sollte ich meine Firma verkleinern, wenn doch alles super läuft? Warum sollte ich dann also jemals mir einen Bonus ausschütten? Musst du zu fairerweise sagen, dass wenn ich mir die Werte von EA angucke, sowohl bei der Börse als auch eben bei den Einnahmen, dann sind die Werte definitiv deutlich gestiegen. Was auch wieder die Frage aufwirft, warum muss ich dann Arbeiter entlassen und gehe nicht mit den Finanzen, die ich wahrscheinlich durch Apex Legends und natürlich durch FIFA wie immer eingenommen habe und gebe das mal an die Entwickler weiter. Stattdessen setze ich sie vor die Tür, um eben irgendwie zu rationalisieren und weiterhin die kreative Gemeinschaft zu stärken. Das ist eben der normale Lauf bei diesen Firmen. Da ist EA eben nur ein Beispiel. Ich meine, wenn der Chief Financial Officer die 6 Millionen kassiert im Jahr, wird er ganz sicher nicht sich selber weniger bezahlen oder keinen Bonus ausschütten und selber sagen, okay, dann entlasse ich mich oder ich gebe eine Hälfte von meinem Gehalt ab, weil wir offensichtlich insgesamt hier ein paar Fehler begangen haben. Das ist einfach dieses Motto, too big to fail. Die Spiele können schlecht sein und konstant unter Erwartungen verkauft werden oder einfach vom Kritiker zerrissen werden, einfach schlechte Spielerlebnisse für die Konsumenten sein. Das ist ganz egal. So groß wie die sind, können sich immer noch selber in die Tasche wirtschaften. Und darunter leiden halt eben und sind auch machtlos die Mitarbeiter und vor allen Dingen eben die Entwickler. Denn wenn es dann um die Verantwortlichkeiten geht, wer schuld ist, dann werden immer die Entwickler dran sein und niemals die CEOs, niemals die Führungskräfte. Die werden sich, wie man hier sieht, weiterhin Boni ausschütten und nochmal wenigstens auf diese Boni verzichten, diese 60 Milliarden reinvestieren in eben Support für die Mitarbeiter, für die Entwickler, sodass die nächsten Produkte vielleicht nicht unter Druck, unter Panik, unter Existenzängsten kreiert werden und vielleicht nicht ganz so kreativ blockiert werden. Und dieses Prinzip too big to fail, das merkt man halt in allen Medienkonzernen vor allen Dingen, natürlich auch in gewissen Wirtschaftskonzernen, die halt irgendwelche Produkte veräußern, die nicht einfach nur künstlerisches Werk sind und vor allen Dingen merkt man es halt bei der ganzen Hollywood-Geschichte mit ihrem Beispiel jetzt einfach mal Herr der Ringe, oh, Ringe der Macht. There is a tempest in me. Wo man 1 Milliarde Budget ausgegeben hat, um ein Werk zu kreieren, das qualitativ nicht mal an andere Werke heranreicht, die vielleicht ein Zehntel von dieser Summe zur Verfügung gestellt haben und die wirklich gefloppt sind. Und trotz dessen werden sie da wieder eingestellt werden, die Leute, die dahinter stecken und wieder so eine Chance bekommen, über Millionen Gelder etwas zu kreieren, was vielleicht genauso schlecht wieder ist. Und so geht dieser ganze Teufelskreis ständig weiter. Und so wird es genauso mit jetzt Andrew Wilson sein. Selbst wenn der EA in den Boden wirtschaftet und zerstampfen würde, er würde irgendwo anders wieder einen Platz bekommen, wo er ähnlich viel verdient, wieder 25 Millionen, weil er selber würde nie darunter leiden, dass diese Firma in irgendeiner Form versagt hat. Tja, und was können wir im Fazit aus dieser wunderbaren Erfahrung von unserer tollen Firma Electronic Arts lernen? Naja, nicht sehr viel Gutes, denn es ist offensichtlich so, dass sich die Führungskräfte einer Firma immer weiterhin belohnen können für ihre, naja, auch schlechte Arbeit, wo sie Leute in ihre gesamte Existenz berauben und tatsächlich ihre Produkte nur noch schäbig den Konsumenten entgegenüberbringen, aber irgendwo klappt es ja, denn offensichtlich gibt es noch immer viel zu viele Konsumenten, die diese Produkte kaufen, sodass sich diese Führungskräfte noch ganz geschmeidig die 60 Millionen auszahlen können, ohne auch nur ansatzweise darüber nachzudenken, dass man dieses Geld vielleicht irgendwo anders rein investieren könnte, um sinnvoll seine Firma weiter zu erhalten. Aber ist ja auch eigentlich egal, weil wenn die Firma kaputt geht, dann gehe ich halt zu einer anderen, dann leite ich halt Blizzard oder gehe nach Microsoft oder lege mich gemütlich zurück auf meiner karibischen Insel und habe den Spaß meines Lebens. Und mit diesen tollen, positiven Gedanken kann ich nur abschließend sagen, ich habe es euch ja gleich gesagt,
diese ganzen Misskalkulationen, die in Corona-Zeit betrieben wurden, jetzt in der Sättigungsphase halt tatsächlich ihre Probleme mit sich ziehen. Könnt ihr ja nochmal in dem Videogaming-Krise nachschauen. Die ziehen jetzt einfach ihren Rattenschwanz hinterher und die CEOs geben sich trotzdem noch immer riesige Summen zur Verfügung, weil sie eben auf keinen Fall so wenig Geld haben, aber lieber rationalisieren, statt irgendwo in ihre Firma zu investieren, um eben diese Sättigungsphase mit guten Produkten zu überstehen. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu sagen. Was haltet ihr davon, dass sie sich tatsächlich so eine Summe als zusätzliches Gehalt nochmal ausgeschüttet haben, trotz der angeblichen Sättigungsphase, der großen Corona-Krisen und all der Kalkulationen, die irgendwo ja jetzt gegen eine Wand laufen? Wenn euch das Video sonst gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, ein Kommentar, würde mich sehr freuen. Kommt bei Twitch vorbei, schaut mal vorbei bei OmniLP, vielleicht können wir da ein bisschen lästern. Und schaut auch gerne in diese Videos mal hinein. Dann werdet ihr noch ein bisschen was von meinem Rants mitbekommen oder vom Gameplay oder worauf ihr sonst so Bock habt. Ihr werdet auf jeden Fall fündig werden. Bis dann.